Was geht ab, meine Brüder und Schwestern aus seiner heiligen Dimension? Was geht? Heute gibt es nur ein kleines Informationsvideo, da Beyond Light ja morgen droppt. Die Server sollten jetzt zum Zeitpunkt des Videos offline sein, von daher hier nur ein ganz kleines Informationsvideo meinerseits. Wie angekündigt, werde ich für Beyond Light eine ganze Review auf die beiden stellen. Ich werde das sehr detailliert machen und euch sagen, ob Beyond Light sich lohnt oder eher weniger. Das wird ein etwas längeres Video, zurzeit rechne ich mit ca. 30 Minuten Videolänge, sofern der Content natürlich dafür reicht. Wenn das weniger als 30 Minuten ist, dann... Das ist ein schlechtes Zeichen, das sage ich euch jetzt schon. Hierfür werde ich dann allerdings das Video für Mittwoch und Samstag aussetzen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe bis Samstag, deswegen habe ich mir etwas mehr Zeit und mehr Luft gelassen und werde die Review am Montag, den 16.11. droppen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe viel vor, ich habe gute Ideen und ich wette, ihr werdet lachen. Das ist das A und O, meine Freunde. Ich werde die Review in zwei separaten Videos aufteilen. Einmal ein ganzes Video nur über Beyond Light und ein eigenes Video über den Raid, da dieser erst eine Woche später kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das Raid-Video erstellen werde. Ich werde es aber frühzeitig ankündigen. Ich werde nach dem Review-Video wieder ganz normale Meme-Videos erstellen für euch. Ich freue mich jetzt schon auf die neuen Exo, vor allem auf die neuen Waffenänderungen. Ich habe so ein Gefühl, dass die Peak Ass wieder komplett zersägen wird. Möglicherweise wird auch die Crimson jetzt zum Meta. Wir werden mal schauen. Es wird auf jeden Fall, ja, da jetzt zum Beispiel keine 150er Handcannons mehr gibt, sondern alle auf 140 kommen wir. Denke ich mal, wird sehr viel passieren hier. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Ich freue mich auch über die Rückkehr der Hawkmoon. Das war einer meiner Lieblingswaffen in Destiny 1. Ich bin mal gespannt, was die mit dem Exotic Perk von der Waffe anstellen werden. Bleibt das gleich? Zum Beispiel, dass zufällig eine Kugel im Magazin mehr Damage macht? Ich bezweifle es ein bisschen. Oder werden die ein ganz neues Perk erstellen? Wäre auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie damit machen. Wäre aber richtig Absturz, wenn die einfach nur Killclip draufhauen werden. Das würde irgendwie nicht so fresh sein, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt auch einen Clan am Start. Die Grusilla Mafia heißt er. Einer meiner Zuschauer hat den erstellt. Ich danke dir dafür, mein Freund. Joint mal alle rein, dann können wir zusammen Destiny übernehmen. Ich habe echt ein gutes Gefühl dabei, dass wir noch eine viel größere Community werden. Ich bin sehr dankbar für jeden Supporter. Das gibt mir viel Motivation, noch mehr Videos zu erstellen für euch. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Die ersten zwei Monate war es schwer, dass ich jede Woche ca. 1 bis 2 Abonnenten dazu bekommen habe. Und jetzt sind wir täglich bei ca. 2 bis 4 angelangt. Dauert nur noch ein kleines bisschen, dann haben wir die 1 Million geknackt. Alles klar, meine Freunde, ich will euch nicht länger aufhalten. Genießt den Tag. Heute sind die Server eh offline, passiert sowieso nichts mehr. Wir hören uns auf jeden Fall am nächsten Montag. Ich werde ein heftiges Video für euch am Start hauen, dass ihr ein Excuse-moi-Video von mir bekommt. Ich will euch jetzt nicht länger aufhalten. Lasst euch gut gehen und viel Spaß in Beyond Light.